bin Erwin, Erwin Lotterbeck. Ganz getreu nach diesem Oreo-Sketch möchte ich mich vorstellen. Ich bin André Fuchs und möchte mit dem Papst in Wuppertal eine Boutique aufmachen. Ich bin 45 Jahre alt, bin Zimmermeister, Gelernter, habe im väterlichen Betrieb in fünfter Generation gearbeitet und habe den geführt und bin heute ein Schraubendealer. Abstieg, Aufstieg, keine Ahnung, weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall war im Jahre 2000 war ein großer Wendepunkt. Im Jahre 2000 ist eine Menge passiert, unter anderem halt haben wir von einigen Kunden mit sehr schlechter Zahlungsmoral doch deutliche Gelder um die Ohren geschlagen bekommen, sodass wir gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen eine Lösung, wo wir zumindest sicheres Geld, wenn es auch kleines Geld ist, aber sicheres Geld bekommen. Wir haben damit angefangen, oder ich habe damit angefangen, mit drei Paketen Schrauben. Habe ich mir überlegt, vielleicht geht ja auf eBay was. Damals war eBay zwar nicht neu, aber doch zumindest interessant, interessantes Neuland. So habe ich dann angefangen und habe diese Schrauben einzeln verkauft. Das hat damals keiner gemacht. Jeder hat volle Pakete verkauft, aber es gab keinen, der einzelne verkauft hat. Ja, und so hat das angefangen von im Jahre 2000 mit, sag ich mal, täglich kleinen Mengen. Ich habe die abends mit dem Rucksack zur Post hingebracht. Die passen noch locker rein in den Rucksack. Sind es heute täglich 4 Tonnen Ware, die rausgehen und mehrere hundert Pakete. Das machen wir mit 16 Mitarbeitern insgesamt jetzt. Und ist auch schon ein Wandel, der sich bei uns auch im Unternehmen der so stattgefunden hat. Das Ganze wäre nie möglich gewesen ohne einen extrem hohen Einsatz von Zeit. Sagen wir mal 16 Stunden Tagesarbeitszeit, 7 Tage die Woche waren wirklich normal und noch keine Seltenheit. Das ist einfach so, wenn man irgendwo hinkommen will, denke ich, muss man auch ein bisschen was investieren. Aber gut, warum der Weg? Also der Zimmermeister als gelernter Handwerker, heute ein Schraubendealer. Ist das tatsächlich ein Abstieg? Ich glaube nein. Ich glaube, dass der Beruf, den ich ausübe, der Schraubenhändler, Dealer ist ein blöder Begriff eigentlich dafür, aber der Schraubenhändler, dass das durchaus ehrenhafter Beruf ist, der auch seine Berechtigung hat. Ich glaube, dass ich als Zimmermeister sicherlich produktiver gearbeitet habe, wie ich es heute tue. Und ich hatte auch meine schönen Momente, in denen man irgendwas erstellt hat. Heute habe ich diese schönen Momente dadurch, dass ich von Ihnen, von den Kunden, mitgeteilt bekomme, was mit unseren Artikeln erstellt wurde oder erstellt wird. Sehr schön ist das. Das bringt, macht mich warm ums Herz, wenn ich das sehe, was unsere Kunden alles mit unseren Artikeln anstellen. Ich habe erst heute wieder ein schönes Bild bekommen von einem Kunden, der mit unseren Stützenfüßen ein Carport aufgestellt hat, super Sahne ausgeführt. Das macht mich, oder weil mich das so schön befriedigt, sage ich mal, würde mich das freuen, wenn Sie mich mit Bildern, Filmen, Geschichten, Gedichten, keine Ahnung, zuschmeißen, was Sie mit unseren Artikeln gemacht haben. Schicken Sie mir das einfach zu. Wir werden das garantiert veröffentlichen auf der Website. Das wird auf jeden Fall im schönen Rahmen gemacht. Wir wollen vielleicht sogar noch einen kleinen Preis ausloben. Das kommt später nochmal auf der Website. Aber wenn Sie was haben, schicken Sie es. Bloß schicken, auf jeden Fall die Daten schicken. Ja, das wäre es auch schon heute für den Schraubendealer. Bis dann, man liest sich.